Spekulanten. Wir schalten jetzt mal live an die New Yorker Wall Street zu Ulrich von Hesen. Ulrich, wie kann man den globalen Zockern endlich mal Einhalt gebieten? Einhalt gebieten? Mhm. Warum das denn, Welke? Finanzspekulation ist der Treibstoff der Weltwirtschaft. Oder wie sagt man im Ruhrgebiet? Man muss den Arsch am Kacken halten. Ja, eine wunderbare Metapher, Ulrich, sicher. Trotzdem, Ulrich, die Spekulanten fahren den Karren doch wohl gerade eindeutig an die Wand. Ach, Wand, Schmand. Sie und Ihr spießiges Bausparergelaber. Was glauben Sie, was einige pfiffige Leute allein diese Woche noch an der Griechenland-Geschichte verdient haben? Ich zum Beispiel. Ach nö, Ulrich, nicht wirklich. Sie bereichern sich auch an dem Elend anderer Menschen, oder was? Elend, du liebes Bisschen. Haben Sie schon wieder Ihre Tage, oder was? Immer schön ans alte Banker-Sprichwort denken. Ihr Geld ist nicht weg, es hat nur jetzt jemand anders. Ich in diesem Fall. Mhm. Ich. Moment, muss mal kurz hier die Kurse schicken. Wie? Die Kurse? Wetten Sie auch schon auf den Untergang Portugals, oder wie? Ach, Quatsch. Auch auf den von Irland. Hm. Das wird das nächste große Ding. Damit saniere ich mich. Ulrich, können Sie zur Abwechslung nicht bitte einfach mal Ihren Job machen? Den brauche ich nicht mehr. Bald kaufe ich das ZDF. Und als erstes schmeiße ich Sie raus, Welke. Sie gehen mir seit der ersten Sendung auf den Sack. Ja, ja, ja. Von mir aus. Von mir aus. Letzte Frage nach New York. Sollte man nicht wenigstens die Hedgefonds endlich zur Rechenschaft ziehen? Sind Sie wahnsinnig? Dann würde meine komplette Altersvorsorge zusammenbrechen. Wichtig ist jetzt nur, dass Portugal und Irland bankrott gehen. Dann gehe ich nämlich schön in mein Haus auf Ibiza und sage, so long, ihr Idioten. Wie tief kann man sinken? Sie verdienen wahrscheinlich sogar an der Ölpest im Golf von Mexiko. Hm? Richtig. Hab all mein Geld in BP-Aktien gesteckt. Super, dass diese Bohrinsel von Shell explodiert ist. Ulrich, das war eine BP-Plattform, die da explodiert ist. Was? Eine BP-Plattform. Nein, nein. Doch, doch. Verdammt. Meine ganze Kohle! Ja. Welke, ja. Ich habe das nicht so gemeint eben, ehrlich. Also mit auf den Sack und so. Schmeiß mich bitte nicht raus. Ich brauche den Job. So viel aus New York vielleicht für den Moment. Wirklich, vielen Dank. Wirklich, wirklich, Welke, bitte. Ich mache jeden Dreckjob, jeden. Wenn Sie wollen, sogar Griechenland-Korrespondent. Ja, Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Demnächst Grieche ehrenhalber. Der um ein Haar reiche Ulrich von Hesen. Bleibt eigentlich einmal mehr nur die gute alte Schuldfrage. Wer ist denn nun wirklich schuld an der Finanzmisere der Hellenen? Ich würde vorschlagen, raten Sie einfach mal. Es ist im Grunde ganz einfach. Die Deutschen haben ganz Südeuropa gezwungen, der Eurozone beizutreten. Deutschland wollte damit nur erreichen, was es im Zweiten Weltkrieg nicht erreicht hat. Ja, genau. Na bitte. Denn wer erinnert sich nicht an Adolf Hitlers teuflischen Plan, den Griechen hinterrücks 22 Milliarden Euro zu überweisen? Endlich ist er aufgegangen, nach all den Jahren. Was ist nun die Lösung? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es auch nicht. Griechenland einfach aus der EU rausmobben? Wenn also deutsche Politiker hingehen und sagen, wir müssen die Griechen rauswerfen, das geht gar nicht. Das ist Unsinn und ist nur an die Wähler gerichtet. Man will da so tun, als ob man tatsächlich aktiv würde. Das ist Quatsch. Den Leuten sollte man den Führerschein abnehmen. Ich habe Angst vor denen, wenn ich denen auf der Straße begegne mit ihrer begrenzten Intelligenz. Ja, jetzt habe ich auch Angst. Vielen Dank. Vielen Dank. Begrenzte Intelligenz. Wie komme ich jetzt vom Thema begrenzte Intelligenz zur Bild-Zeitung? Das ist schwierig. Egal, die Bild-Zeitung tut jedenfalls zurzeit wirklich, das muss man denen lassen, alles Menschenmögliche, um eine latente Anti-Griechen-Stimmung schön am Köcheln zu halten. Hier, Schlagzeilen der letzten Tage. Griechen wollen noch mehr Milliarden von uns. Oder auch, warum zahlen wir den Griechen ihre Luxusrente? Und hier, meine Lieblingsschlagzeile, diese Rentnerin kriegt 3.500 Euro Rente und will nichts abgeben. Packt die Hexe und werft sie ins Hafenbecken. Ja, wenn eine alte Oma plötzlich schuld ist an einer globalen Finanzkrise, dann ahnt man, die Bild-Zeitung wird doch von Schimpansen geschrieben. Immerhin, immerhin, trotz Bild-Kampagne. Immerhin. Trotz der tagelangen Bild-Kampagne wurden die Griechenland-Hilfen durch den Bundestag gepeitscht. Und ich kann Ihnen sagen, dabei ging es heute richtig schön zur Sache. Hören Sie einfach mal, wie Sigmar Gabriel den Vizekanzler zur Brust nimmt. Herr Fricke, übrigens seien Sie versichert, ich bewerbe mich nicht
um die Frage, wer vor oder nach Herrn Westerwelle redet, lieber vor ihm reden als unter ihm arbeiten. Das ist das, was ich dazu sagen muss. Ja, schön. Herr Gabriel hatte zwar nicht direkt was mit Griechenland zu tun, aber Hauptsache den Lacher abholen. So arbeiten wir in dieser Sendung auch. Die Kanzlerin ist neuerdings, das wissen Sie, für die Griechenhilfe. Vor ein paar Wochen im März, da war sie noch Madame No. Das klingt jetzt sehr inkonsequent. Andererseits muss man fairerweise sagen, also im März, das war ja auch noch eine ganz andere Zeit. Das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Wir blicken einfach mal nostalgisch zurück mit der ultimativen März 2010 Show. Es geht, das will ich ausdrücklich sagen, nicht um Hilfszusagen. Keine Hilfszusagen, ist klar. Und wir haben die Scheiße geglaubt, waren wir jung und doof. Ein Staat, der keine Euros kriegt. Dass wir für die Zukunft ein Vertragswerk bekommen, in dem es in der Ultima Ratio sogar nicht. Wegen keine Griechenlandhilfe. Die Platte war die größte Verarsche seit Milli Vanilli. Ich will nochmal daran erinnern, wir haben einen Vertrag, in dem heißt es, dass es nicht die Möglichkeit gibt, Staaten rauszukaufen, ihnen aus der Klemme zu helfen. Milli Vanilli? Kenne ich nicht. Was? Wird das hier eine RTL-Show? Kommt jetzt gleich noch Gülcan und redet über Frau Merkels Klamotten, oder? Ganz im Ernst, wir haben öfter mal die gleichen Klamotten. Wenn wir uns irgendwo sehen, denken wir, ach, hast du das auch da geholt? Ja, ja, also ich find's wirklich gut. Liebe Gülcan, auch wenn dir das Stimmband juckt, kannst du nicht einmal, ein einziges Mal die Fresse halten? Und jetzt sieh mal zu, dass du nach Hause kommst, zu deinem pummeligen Semmelprinz, du torf, dumme Assi-Bra... Ja. So. Jetzt aber wirklich mal weg von schlechten Nachrichten, weg vom Kollaps der Weltwirtschaft, hin zum Kollaps der Natur. Ja, Ölpest. Seit der Explosion der Bohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko strömt Öl aus dem Leck der gesunkenen Plattform. Und mit Öl verhält es sich ja leider wie mit einem Toyota. Auch wenn du nur einmal ganz kurz aufs Gaspedal trittst, es läuft und läuft und läuft. Und der Ölteppich wird immer größer. Er ist inzwischen so groß wie, ja, man kann das ganz schwer beschreiben. Der Ölteppich breitet sich auf einer Fläche aus, die größer ist als Berlin. Wie das gesamte Bundesland Hessen. Eine Fläche doppelt so groß wie das Saarland. Halb so groß wie Sachsen. So groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Das ist fast dreimal so groß wie Mallorca. Das stimmt, der Ölfleck hat eine größere Fläche als Mallorca. Aber dafür die deutlich geringere Assi-Dichte. Wie bekämpft man jetzt so ein gemeines Loch im Meeresboden? Ich kann Ihnen sagen, es ist nicht einfach. Und was haben die Experten nicht schon alles versucht? Bisher ist es nicht gelungen, mit Mini-U-Booten das Sicherheitsventil in 1500 Meter in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel mit dieser riesigen Glocke. Die Schweißbrenner sprühen fast ununterbrochen ihre Funken. Seit Tagen bauen Arbeiter rund um die Uhr an der gewaltigen Kuppelkonstruktion. Ja, und das ist nur konsequent. Wenn die, Verzeihung, Scheiße am Dampfen ist, dann hilft nur ein gigantisches Dixi-Klo. Allerdings dauern diese ganzen Rettungsversuche viel, viel zu lange. Denkt doch bitte mal einer an die ganzen Garnelen, Krebse, Austern. Sollen die auf Sylt diesen Sommer Würstchen fressen, die Leute, oder was? Nein, da muss jetzt sofort reagiert werden. Unbürokratisch Hilfe leisten. Hier, das geht doch gar nicht so schwer. Schauen Sie mal. Einfach Korken rein und ab dafür. Andererseits, können diese faulen Wale da unten sich nicht auch mal nützlich machen? Die haben doch sonst nichts zu tun. Ah, nee, dann regen sich die Tierschützer wieder. Gleich den BP-Konzernchef, diesen Tony Hayward, der hat uns doch den ganzen Mist eingebrockt. So, Loch gestopft, Problem gelöst. Zweimal. Liebe Freunde, werden wir noch wach? Dann ist endlich Wahlsonntag. Was machen inzwischen Tina Hausten und die Forschungsgruppe Wahlen? Ich schaue einfach mal rüber und ja, wie Sie sehen, da laufen weiter alle Informationen zum Thema NRW-Wahl zusammen. An dieser Datenschnittstelle, da brennt quasi die Luft. Sehr schön. Tina, haben Sie vielleicht noch eine Wahlempfehlung für mich? Für Sie, Oliver, gar kein Problem. Ich füttere einfach meinen Wahlomat mit Ihren Daten und dann kann ich Ihnen ganz genau sagen, welche Partei für Sie in Frage kommt. Moment. Also männlich, Ende 40. Hallo, Anfang 40. Gut, einigen wir uns auf die Mitte. Freiberufler, verheiratet, zwei Kinder, keine Drogen, leichtes Übergewicht. Moment mal. Mein Fehler, ich streiche leichtes. So, Sekunde.
Und? Ah, ja. Die Partei für Sie wäre die Partei bibeltreuer Christen. Partei bibeltreu? Was ist das denn? Nein, was ist das denn für ein Unsinn? Entschuldigung, Ihr Wahlomat ist der letzte Mist. Aggressiv, reizbar, rechthaberisch, Partei bibeltreuer Christen, sag ich doch. Du kümmer mich mal, Tina. Und raumfeindlich, passt perfekt. Gar nichts passt da. Ich bin nämlich kein Typ für Splitterparteien, das kann ich Ihnen sagen. Obwohl es, muss ich zugeben, ausgesprochen lustig sein kann, mit deren, nennen wir sie mal, Politikern, also mit den Splitterpolitikern zu diskutieren. Lutz van der Horst hat genau das getan. Hallo Olli. Die großen Parteien sind am Ende. Jetzt gelingt es den radikalen, gefährlichen Splitterparteien, die Wähler in ihre Fänge zu locken. Und die wollen wir heute mal vorstellen. Ich bin jetzt hier am Wahlstand der Partei bibeltreuer Christen und ich stehe jetzt genau neben wem? Neben Heinz Kaulbach, ich bin der Landesvorsitzende der PBC. Jetzt habe ich Ihr Wahlprogramm mal gelesen und es ist ja doch sehr lang, ne? Ja, wir haben uns überlegt, machen wir nur ganz kurze Punkte. Wäre besser gewesen, weil man braucht lange zum Lesen dann letztendlich. Was mich auch interessiert, was ich auf der Homepage gelesen habe, ist ja der Austritt aus der Homosexualität. Wie genau funktioniert das? Meistens oder am besten durch Therapien. Therapien. Weil Gott hat die Homosexuellen lieb, aber nicht die Homosexualität. Das ist auch meine Meinung. Das liegt auch daran, weil ich selber Betroffener bin. Ich finde es auch nicht okay. Was kann ich machen, sage ich mal? Es ist schwierig. Man kann beten. Beten ist eine Sache, wie ich auch vorhin schon sagte, eine Therapie, weil es ist nicht so ganz einfach. Aber natürlich, die so unreine Gedanken hat man natürlich. Das ist normal, das ist ganz normal. Das ist wie bei jeder anderen, sagen wir mal, wenn man es mit einer Sucht vergleicht. Ja, ja. Ist das, das finde ich einen guten Vergleich. Das ist ungefähr gleich ja. So. Man muss dran arbeiten ja. Und wir können Hilfe geben. Und sowas machen wir gerne, Hilfe geben. Ich stehe gerade bei der Büso und neben mir steht Katarzyna Kuczkowski, kurz Kascha. Sie wollen die D-Mark zurück. Ihr Motto ist also NRW raus aus der Eurozone. Ja, nicht nur NRW, ganz Deutschland sollte wieder souverän werden, was Wirtschaftsfragen angeht. Also ganz Deutschland im Prinzip raus aus der Eurozone. Ganz genau. Was sagen Sie denn Hardlinern, die sagen, wir wollen nicht zurück zur D-Mark, sondern zur Reichsmark? Also das finde ich verrückt, also weil allein in NRW bräuchten wir 50 Milliarden Euro. Ja. Und das Sie Geld brauchen, ist da. Genau, Sie brauchen, fordern 50 Milliarden Euro, wollen aber die D-Mark zurück. Wäre es dann nicht sinnvoller zu sagen, wir brauchen 100 Milliarden sicherlich, D-Mark? Sicherlich, sicherlich. Der homosexuelle Akt ist natürlich nicht okay, ist klar. Ja. Schon im Alten Testament. Genau. Schmusen, also jetzt die so eine Vorstufe. Würde ich auch schon als nicht normal ansehen. Wenn es ohne Zunge ist. Kommt drauf an, ich denke, in den arabischen Ländern sieht man das ein bisschen anders. Da gehört es vielleicht zu einer normalen Form. Was ist Ihnen noch wichtig für die Wahl? Oh, für die Wahl ist wichtig, dass möglichst keine extremen Kräfte in den Landtag kommen. Das waren doch schon sehr vielversprechende Parteien. Es gibt aber auch kleine Parteien, die überhaupt gar keine Chance haben, über die 5% zu kommen, wie diese Partei hier. Hallo FDP! Seid ihr optimistisch? Selbstverständlich! Yes. Traumtänzer und damit zurück ins Studio. Vielen Dank, Lutz van der Horst, für diesen Einblick. Und ich sag's mal ganz ehrlich, wenn ich könnte, würde ich schwul werden, nur um die bibeltreuen Christen zu ärgern. Aber Intoleranz ist ja kein Privileg der kleinen Parteien. Erinnern Sie sich noch an diesen Auftritt von Jürgen Rüttgers? Weil im Unterschied zu den Arbeitnehmern hier im Ruhrgebiet kommen die in Rumänien eben nicht morgens 7 zur ersten Schicht und bleiben bis zum Schluss da, sondern sie kommen und gehen, wann sie wollen und wissen nicht, was sie tun. Ja, nee, komm, was man manchmal so dahin sagt. Ne? Der Mensch lernt ja dazu, auch Rüttgers. Am letzten Sonntag beim Familienfest der CDU in Köln, da hat sich der Ministerpräsident offiziell mit den Rumänen ausgesöhnt. Wirklich, hier der Beweis. Peter Maffay und Jürgen Rüttgers, gemeinsam am Bierstand, meine Damen und Herren. Wunderschöne Bilder. Die beiden haben dann sogar noch Brüderschaft zusammengetrunken. Wobei, das war möglicherweise ein Fehler, denn seitdem hat der Rüttgers hier so eine fiese Warze. Gucken Sie mal, das ist nicht. Das war vielleicht ein Fehler. Ja, gut, das war jetzt noch ein Rüttgers, in Ordnung. Jetzt brauchen Sie aber leider noch einen SPD-Witz. Oh, toll. Soll ich mir jetzt auf den letzten Meter noch einen Hannelore-Kraftwitz aus den Rippen schneiden, oder wie stellen Sie sich das vor? Ach komm, hier noch ein Foto, ist mir auch. Ich habe keinen Bock mehr. So, fertig, ist doch wurscht.
Das gefällt Ihnen jetzt, oder wie dieser Schwachsinn?